Moment. So, die Fleet Carry On App. Was macht die Fleet Carry On App im Groben? Die Fleet Carry On App ergänzt unseren CarCube, der im Festeinbau bei vielen Kunden im Einsatz ist. Und wir haben jetzt mit der Fleet Carry On App eine kleine Erweiterung gemacht, die den Funktionsumfang ein bisschen erweitert. Zum Ablauf der Präsentation, wir haben es ein bisschen untergliedert. Wir gucken uns erstmal an, was wir im Vorfeld tun müssen, um die Fleet Carry On App zu nutzen. Wir gehen dann über, wie das System gestartet wird, wie es beendet wird. Wir werden das Ganze auch an ein, zwei Beispielen auch mal vorstellen, wie es in der Praxis dann aussieht, wie ich die Prozesse auch wiederum übergebe, wie das Gerät im Backoffice gehandelt und gesehen wird. Und nachher kommen wir ein bisschen zum Organisatorischen und eine kleine Zusammenfassung. Fleet Carry On App kommt dann zum Tragen, wenn im CarCube oder der CarCube als solcher ist ja ein bisschen reglementiert, wenn Informationen außerhalb des Auftrages bzw. des LKWs erfasst werden sollen. Sprich, es soll nur eine Unterschrift geholt werden, es soll auch ein Schaden mit einem Foto dokumentiert werden oder dann auch einmal ein Dokument gescannt. Das wird im Festeinbau, so wie wir es bis dato kennen, schwierig werden. Das heißt, die Fahrer behelfen sich anderweitig, um die Informationen zu holen. Und dann sind diese Informationen nicht innerhalb des Auftrages erfasst, sondern die werden auf anderen Wegen halt zu einem Disponenten oder zum Auftrag zugeführt. Und dadurch habe ich auch einen Medienbruch. Ist natürlich dann im Nachgang, in der Nachbetrachtung nicht sehr schön, da ich in verschiedenen Systemen suchen muss, um mir dann die Informationen zu holen, die ich benötige, zu dem Auftrag oder auch dem Kunden dann entsprechend mal eine Info zu geben, was mit der Lieferung passiert ist. Und das führt einfach zu einem Mehraufwand. Um dem entgegenzuwirken, oder wie gesagt, für die Vorbereitung und zur Nutzung der Fleet Carry On App, brauchen wir eine kleine Vorbereitung. Das heißt, erst muss der CarCube dafür vorbereitet werden. Das geschieht bei uns im Backoffice über eine Softwaregruppe, um diese Funktion auf dem CarCube freizuschalten. Auf der weiteren Seite, auf der Android-Seite, es ist eine Android-basierte Lösung, die sehr leicht oder jeder Fahrer sich die im Google Play Store downloaden kann, funktioniert auf jedem Android-Handy. Und ganz, ganz wichtig an der Stelle, das Handy muss in FleetWorks nicht bekannt sein. Das heißt, jedes beliebige Handy, die der Fahrer zur Verfügung hat, Diensthandy oder auch ein privates Handy, ist dafür geeignet. Wie gesagt, die Software ist im Google Play Store vorhanden, kann installiert werden und findet sich dann, wie jede andere App, dann auch zur Nutzung auf dem Handy wieder. Wir gehen rüber zum Starten und Beenden der Funktion, um einen Auftrag oder diese Carry-On-App zu starten. Egal an welcher Stelle ich im Auftrag bin und im Auftragsprozess mir dann der Prozess sagt, okay, ich muss jetzt ein Foto machen oder ein Dokument scannen oder eine Schadensmeldung dokumentieren, übertrage ich das auf dem CarCube mit diesem Button. Der erscheint erst, wenn, wie gesagt, diese Softwaregruppe, diese Premiumgruppe dafür freigeschaltet ist und drücke dann nach der Übergabe hier auf den Startbutton und es erscheint ein QR-Code. Auf der Android-Seite, dass ich diesen Auftrag mit aus dem LKW mitnehmen kann. Ich starte die App, starte auf der Carry-On-App eine Sitzung.
Ich scanne den QR-Code und mit dem Scan des QR-Codes wird der Auftrag, der vorher auf dem K-Cube vorhanden ist, übertragen und ich habe die Aktivitäten und meine Aufträge entsprechend auf dem Handy. Was wird übertragen? Es werden alle verfügbaren Aktivitäten und Fragebögen übertragen. Das heißt also, alles, was innerhalb des Auftrages vorhanden ist an Informationen und Aktivitäten und auch Antworten, die bereits da eingegeben sind, werden mit übertragen und auch die aktuellen Laufzeiten der Aktivitäten. Also das heißt, es ist kein Bruch, sondern es wird 1:1 auf dem Handy übertragen. Das heißt, auch an der Stelle, wo ich meine Fragebogen, zuletzt bedient habe, mit der Frage, okay, möchtest du bitte Dokument scannen, an der Stelle wird auch der Auftrag 1:1 auf das Handy übergeben. Während oder nachdem der Auftrag übergeben wurde, ist der Auftrag auf dem K-Cube nicht mehr vorhanden und auch nicht bearbeitbar. Ja, also der Button ist dann ausgegraut. Alle weiteren Funktionalitäten, Nachrichten etc. pp. Kann ich noch weiter bedienen, aber den Auftrag nicht. Dadurch habt ihr auch keine doppelte Bearbeitung eines Auftrages. Genau. Eben gerade schon erwähnt, es werden alle Informationen, die während des Zeitpunkts auf dem K-Cube bearbeitet wurden, 1:1 auf das Handy übertragen und die gleiche Sitzung ist dann 1:1 auch gespiegelt an der Stelle, wo ich es auf dem K-Cube zuletzt bedient habe und ich habe es mobil auf dem Handy. Das gleiche nochmal rückwärts, wenn ich meine Aktivitäten bearbeitet habe, möchte ich den Task, den Auftrag auch wiederum an den K-Cube übertragen. Das heißt, ich drücke auf meiner App den Button Sitzung beenden und auf dem K-Cube entsprechend auch. Wir machen das Ganze jetzt mal ein bisschen beispielhafter anhand einer Tätigkeit mit Schadensmeldung mit Foto. Ich habe meine Sitzung übertragen auf das Handy, sehe meine Aktivitäten. Ich wähle entsprechend die Aktivität Schadensmeldung aus und vollziehe entsprechend der Meldung. Eins noch hier ganz, ganz wichtig an der Stelle. Wir sehen jetzt hier das Aktivitätenmenü mit Schadensmeldung, Pause, Ruhezeit, Dokument scannen. Das ist auch 1:1 genau die gleichen Aktivitäten, die ich auch auf meinem K-Cube habe. Also da ist auch jetzt kein Unterschied festzustellen in der Handhabung. Das ist alles 1:1 identisch. Hier sehen wir es auch nochmal, also von der Reihenfolge her auch 1:1, wie wir es dann auch auf dem Handy dann wiederfinden. Da findet auch kein Medienbruch statt. Mit der Schadensmeldung habe ich jetzt eben gerade mal aufgenommen. Ich nehme es jetzt mal auf, was jetzt der Schaden ist. In dem Fall sage ich einfach, okay, der K-Cube hat sich verwandelt. Ich will auch ein Foto machen. Und auf dem dritten Foto sehen wir jetzt, sage ich mal, sehr, sehr schön, was diese Carry-On-App im Grunde macht. Also früher wäre es jetzt undenkbar gewesen, dass ein K-Cube in der Lage ist, ein Foto zu machen. Das war bis dato nur mit dem Tablet möglich oder mit unserer Fleet XPS App. Hier mit der Carry-On App machen wir es möglich, dass ich im Bedarfsfall auch den K-Cube mobil mache und in dem Fall auch wirklich sinnbildlich ein K-Cube quasi mit einer Erweiterung fotografiert, ein Tablet. Ich bekomme nachher auch in dem Workflow eine Zusammenfassung, so wie ich es auch kenne. Kann gegebenenfalls auch Informationen wieder abändern, die vielleicht nicht richtig waren. Und wenn das Ganze vollzogen ist, beende ich diese Tätigkeit und komme wieder in mein Auswahlmenü Tätigkeit wählen.
Machen noch einen zweiten Durchgang mit einem Scan und Unterschrift. Task. Ich übergebe den Auftrag an die Carry-On-App. Sehe in meiner App einen Auftrag für B-Ladestopp. Dahinter verbirgt sich ein Auftrag mit zwei Aktivitäten, die ich zurückmelden muss. Ich habe oben die Adresse, wo das Ganze hingeht. Ich habe eine Tätigkeit Ankunft, nochmal mit dem Hinweistext, bitte beim Pförtner melden. Und ich habe eine Tätigkeit Beladung. Die Ankunft habe ich entsprechend beendet mit dem Drücken Beenden-Button. Und auch die Tätigkeit Beladen habe ich nach erfolgreicher Beladung entsprechend auch dokumentiert mit Beenden. Und komme dann in meinen Task rein, Dokument scannen. Das beantworte ich hier selbstverständlich dann mit Ja. Mit der zweiten Funktion Kamerascan komme ich in das Menü dann rein, dass ich entsprechend das Dokument scannen kann. Die Crop-Funktion schneidet mir schon grob oder je nach Kontrast entsprechend das Dokument schon mal zur Auswahl vor. Und wenn ich das bestätige, habe ich es hier nochmal in der Kontrollansicht, ob es soweit auch lesbar ist, beziehungsweise auch im Backoffice weiter verwendbar. Und hole mir im letzten Step entsprechend noch die Unterschrift vom Kunden. Auch hier nochmal die Zusammenfassung. Hier kann ich auch nochmal gegebenenfalls, wenn was nicht in Ordnung sein sollte, wieder in den Menü zurückspringen und nach Drücken des Buttons erledigen, ist der Auftrag dann auch finalisiert und durchgestrichen. Hier kommen wir mal zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, eine Rückübergabe mitten im Prozess. Was bedeutet das? Ich habe eine Tätigkeit beladen, die läuft jetzt schon einige Zeit und ich möchte diese Sitzung jetzt genau in diesem Zeitpunkt an meinen K-Cube zurückübergeben. In der Stelle, ich habe diese Tätigkeit um 12.43 Uhr gestartet. Ich übergebe diese Sitzung jetzt an meinen K-Cube wieder zurück. Hier oben sehen wir jetzt nach der Rückübergabe an den K-Cube den gleichen Zeitstempel, 12.43 Uhr. Und auch die Laufzeit hat sich, gerade hier nochmal zurückzugehen, von 1 Minute 28 auf 1 Minute 58 erhöht. Das heißt also, der Prozess läuft unvermindert weiter. Ich habe auch da keine Zeitversetzung, sondern kann ganz elegant den Auftrag wieder an den K-Cube übergeben und ihn da auch weiter bearbeiten. Und hier sehe ich dann auch noch den Fall, ne, der mir signalisiert, ne, der Auftrag ist jetzt noch immer noch aktiv. Wie verhält sich das Gerät im Fleet Cockpit? Ganz, ganz wichtig für den Disponenten. Es verhält sich wie ein Gerät. Also der Disponent sieht im Backoffice jetzt nicht, ob diese Tätigkeiten eins zu eins jetzt auf dem K-Cube durchgeführt werden oder ob der Fahrer die Carry-On-App zu Hilfe nimmt und Dokument scannt, Unterschrift holt oder eine Schadensmeldung hier mit dokumentiert. Also für den Disponenten ist es also sehr, sehr einfach zu sehen, okay, die Tätigkeiten werden weiter abgearbeitet. Das sehen wir dann unten in der Aktivitätenhistorie. Aber er hat dadurch jetzt nicht nur ein aufgeblähtes Fleet Cockpit, dass da auf einmal mehrere Geräte auftauchen und dann irgendwo eine Zuordnung da nicht stattfindet. Also wie gesagt, im Hintergrund verhält es sich wie ein Gerät und führt dann nicht zur Verwirrung. Was ist noch wichtig, es ist keine weitere zusätzliche Schnittstellenanpassung notwendig. Das heißt also, wir müssen auch da nicht irgendwo im Hintergrund irgendwelche Schnittstellen anpassen, dass diese Informationen laufen. Die Aktivitäten, die auf der Carry-On-App getätigt werden, die werden eins zu eins übertragen. Und ich habe auch keine Integration der Carry-On-App. Also vom Aufwand her ist es also wirklich sehr, sehr überschaubar, um dieses System zu aktivieren.
Wie komme ich dazu, wenn Sie sagen, okay, das ist jetzt eine Möglichkeit für mich, den K-Cube weiter aufzuwerten? Es ist, wie gesagt, vorneweg gesagt, ein Premium-Dienst, der von uns geschaltet werden muss, dass der K-Cube diese Funktionalitäten bereitstellt. Es ist ein Add-on, der monatlich berechnet wird, K-Cube. Und für weitere Fragen beziehungsweise Interesse, wenn wir Ihr Interesse jetzt dazu geweckt haben, können Sie sich an Ihre bekannten Vertriebsmitarbeiter wenden. Unten nochmal eingeblendet, der Herr Engelhardt, meine Wenigkeit, der Herr Nico Häger. Wir stehen Ihnen da gerne bereit, wenn Ihr Interesse daran geweckt ist, um weitere Fragen zu beantworten oder beziehungsweise das Ganze auch mal für eine Teststellung bereitzustellen. Nochmal kurz zusammengefasst. Die Carry-On-App, ja, wertet den K-Cube dahingehend auf, dass ich ihn also wirklich flexibler nutzen kann. Es ist ein definitiver Mehrwert, dass der K-Cube, ich sage jetzt mal, flügge wird. Ich kann ihn mit aus dem LKW nehmen, die Tätigkeiten auf dem K-Cube, auf der Fleet Carry-On-App, um außerhalb vom LKW entsprechend Schadenfoto zu dokumentieren, eine Unterschrift zu holen oder mir mal auch ein Dokument zu scannen. Die Installation auf dem Handy, wie jeder das auch privat tut, sehr, sehr einfach über den Google Play Store. Das Look and Feel, auch an der Stelle ganz, ganz wichtig ist, wie wir es auch schon von der Fleet XPS-App aus unserem Portfolio bereits kennen. Auch da findet jetzt also jetzt kein Medienbruch statt oder dass ich mich jetzt umgewöhnen muss von der Oberfläche her. Das Look and Feel ist an der Stelle identisch. Hier nochmal zusammengefasst, klar, der K-Cube wird mobil für Fotos, Scans und Unterschriften. Das ist ein richtig guter Mehrwert. Und verhält sich wie ein Gerät. Das heißt also auch im Backoffice, also findet da jetzt also nicht unbedingt eine Verwirrung statt, dass da auf einmal mehrere Geräte auftauchen, die der Disponent nicht zuordnen kann. Im Hintergrund agiert die App genau wie der K-Cube als ein Gerät. Sicher ist das auch für den Unternehmer ganz, ganz wichtig zu sagen, okay, ich werte ihn dadurch noch weiter auf, kann ihn auch flexibler einsetzen, wenn ich jetzt einen neuen Kunden habe, der jetzt mit diesen Forderungen kommt, eine Unterschrift zu holen, zu liefern oder ein Dokument zu scannen. Also den Invest, den ich in den K-Cube getätigt habe, den habe ich sicher, weil ich mit einer kleinen Erweiterung entsprechend diese Funktionalitäten mir ins Haus hole und dadurch auch den Kunden bedienen kann und auch den Mehrwert 1 zu 1 an den Kunden dadurch auch mal weitergebe. Damit wären wir an der Stelle erstmal durch. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Wir stehen Ihnen nach wie vor auch im Anschluss noch im Hintergrund bereit für weitere Fragen über den Q&A-Bereich. Würde mich freuen, wenn Ihnen das Ganze jetzt hier gefallen hat. Wir werden sicherlich auch noch weitere Themen bei Ihnen platzieren, die auch in den nächsten Wochen dann nochmal per Mail nochmal kundgetan werden. Und bedanke mich an der Stelle bei Ihnen und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. So, auch von mir ein Dankeschön. Es kam eine Frage im Fragen-Antwort-Bereich. Oh, jetzt kommt die nächste. Ich gehe gerade erstmal auf die erste Frage von vorhin nochmal ein, ob das gescannte Dokument vor dem Versenden auch gedreht werden kann. Also das Dokument wird so übertragen später, wie es fotografiert wurde. Also wenn ich es hochkant fotografiere, wird es auch hochkant übertragen. Lediglich die Anzeige für dieses Cropping, das Zuschneiden, die ist in dem Querformat, das ist ja, systembedingt. Das Dokument kommt aber natürlich im Hochformat korrekt an. So, dann fragt der Herr Schwertfeger, ab welcher K-Cube-Version ist dies möglich? Das funktioniert ab dem K-Cube 3, das heißt K-Cube V3 und V6 können mit dieser Funktionalität umgehen. Beide sind in der Lage, diese Softwaregruppe zu verarbeiten und dann mit jedem beliebigen Android-Handy ist das Ganze dann möglich. Was vielleicht auch noch wichtig ist, nochmal so in der Zusammenfassung, dass
der gesamte Auftrag oder nicht einzelne Aufträge oder einzelne Aktivitäten übergeben werden, sondern das gesamte Modul Aufträge, Aktivitäten wird eins zu eins übergeben. Und da kann ich nahtlos hin und her springen, auch zwischen Carry-On-App und dem K-Cube. Das macht das Ganze tatsächlich sehr interessant in der täglichen Anwendung. Fragt der Kollege Engelhardt, wird das Datenvolumen über den K-Cube oder das Handy abgewickelt? Ist eine Kombination aus beidem. Dadurch, dass die Kommunikation in beiden Fällen über den Server funktioniert, das ist also auch eine wichtige Geschichte. Wir stellen also keine direkte Verbindung im LKW zwischen K-Cube und dem Handy her, weil das kann natürlich irgendwelche ja, Kommunikationsprobleme eventuell hervorrufen. Und wir wollen am Ende ja saubere, sichere Daten haben. Aus dem Grund passiert im technischen Hintergrund Folgendes. Der K-Cube übergibt die Carry-On-Session an den Server und das Smartphone holt sich die Carry-On-Session vom Server. Dadurch wird es nahtlos übergeben. Das heißt, die Übergabe an den Server passiert über den K-Cube. Ab dem Moment, wo das Handy in der Carry-On-App die Daten übernommen hat, geht es natürlich über das Datenvolumen des Handys, weil das Handy, das Smartphone, die App direkt mit unserem Server kommuniziert. Das ist dann in der Folge auch wieder interessant, weil wir gesagt haben, das Ganze verhält sich wie ein Gerät. Ein Gerät bedeutet eben auch, dass es im Fleet Cockpit, Fleet Works wie ein Gerät auftaucht, aber eben auch für die Integrationspartner wie ein Gerät auftaucht. Das heißt, sobald wir das scharf schalten, müssen die Integrationspartner rein gar nichts machen. Für die ist es weiterhin der K-Cube, der halt einmal kurz mobil gemacht wurde. So, schauen wir, was der Herr Meier fragt. Guten Morgen. Die Funktion, mobil zu sein, ist meiner Meinung nach weniger relevant wie ein Scanner, mit dem der Fahrer am Ende des Tages alle Dokumente ins Büro übermitteln kann. Diese App ist es ja sehr umständlich, jeden einzelnen Zettel zu fotografieren. Gibt es einen Scanner, den der Fahrer im Fahrzeug mitführen kann, um seine Tagesdokumente ins Büro zu übermitteln? Okay, sind mehrere Sachen. Es ist korrekt, dass es mit dieser App oder mit dem Fotoscan umständlich ist, Zettel einzeln zu fotografieren. Das liegt an der Sache. Ich kann eben nur mal ein DIN A4 Dokument maximal sinnvoll mit einer guten Auflösung fotografieren. Das ist der Sinn dieser Carry-On-App. Liegt erstmal darin, dass ich gelegentlich eventuell was mobil mache. Es ist jetzt nicht dafür gedacht, massig da jetzt ganz viel zu fotografieren oder zu scannen. Aber gelegentlich ist das eben eine schöne Sache, weil wenn ich sage, okay, ich möchte die Vorteile des K-Cubes nutzen, eben Festeinbau. Festeinbau hat den Vorteil, mir kann der Bildschirm nicht runterfallen, mir kann der Akku nicht aus Versehen leer gehen oder was auch immer. Aber ich möchte trotzdem gelegentlich mal was scannen. Für diesen Einsatzzweck ist es gedacht. Und es gibt natürlich auch Scanner, die der Fahrer am Fahrzeug mitführen kann. Da habe ich sogar hier einen direkt hinter mir. So einer zum Beispiel. Das ist der aktuelle. Das ist ein Epson-Scanner. Das ist ein kleiner Papierscanner. Da kann ich auch Dokumente direkt mit scannen. Und das eben wie gewohnt über einen Fragebogen. Auch da geht es natürlich seitenweise, wobei das im Fragebogen natürlich schön gesteuert werden kann, dass ich sagen kann, weitere Seite scannen, ja, nein, und dann kommt die nächste Seite. So, kommt die nächste Frage. Okay. Gut. Okay, gut, das wären soweit die Fragen. Damit denke ich, sind wir durch. Wenn noch weitere Fragen im Nachgang auftauchen, gerne an die Kollegen vom Vertrieb wenden oder Projektmanagement. Wie gewohnt sind wir gut erreichbar und beantworten dann individuelle Fragen auch gerne persönlich.
Alles klar. Vielen Dank. Also wie gesagt, wenn noch weitere Fragen sind, wir stehen gerne bereit. Nicht nur Herr Heil und meine Wenigkeit, auch wie gesagt Herr Engelhardt, Herr Häger, auch gerne auf Sie zukommen, wenn da noch Fragen sind. Und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, wir werden sicherlich noch weitere Themen da in diesem Channel hier nochmal platzieren. Und dazu werden auch entsprechende Einladungen auch mal an Sie rausgehen. Deswegen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag.